карандаши. Это назвать его пошечка, но... Вот эти. Уже делали, я сказала, что баба. Хорошо. Баба. Der Unter ist doch Pinocchio. Pinocchio, unser Bruder. Komm zu uns herauf. Schnell, ein bisschen frech, das ist ein Junge und das ist ein trauriger Clown. Pinocchio, träume ich. Du kannst deine Stimme auch mal modulieren ein bisschen. Guten Himmel, träume ich. Der da unten ist doch Pinocchio. Pinocchio, unser Bruder. Komm zu uns herauf. Sehr gut, aber... Das ist Karbas Barabas, ein schreckliches... Stückchen Holz. Na? Und habt ihr schon mal was von dem Pinocchio gehört? Kennt ihr die Geschichte von dem Pinocchio? Der Pinocchio, der hat eine lange Nase, genau, eine Holznase. Ne? Es war einmal, so beginnen ja alle Geschichten, ne? Die ihr als Märchen kennt. Vielleicht war es ja auch wahr mit dem Pinocchio, wer weiß. Es war einmal ein Prinz, ein Zauberer, könnte man denken, oder? Aber nein, die Geschichte beginnt ganz anders. Es war einmal ein Holzscheit. Es war kein besonderes edles Holz, sondern ein Stück Brennholz, wie man es immer benutzt, um in der kalten Jahreszeit den Ofen zu schüren, damit die Stube schön warm ist. Besondere Puppe werden.
Pinocchio rannte los in die Stadt. Er hat gesungen und getanzt, war gut gelaunt. Mit einem Mal stand er mitten auf einem Platz voller Menschen, die sich um eine große Holzbude und ein bunt bemaltes Zelt drängten. Was ist das für eine Bude? Versuche ich zu lesen. Großes Puppentheater. Jetzt fängt es an. Wie viel muss man für deinen Eintritt bezahlen? 4 Groschen. 4 Groschen. Pinocchio begann fieberhaft nachzudenken, wie er zu dem Geld kommen sollte. Er bot einem Jungen seine Kleider an, aber der lachte ihn nur aus. Pinocchio stand wie auf Kohlen. Er hatte nur die Möglichkeit, die neue Fibel zu Geld zu machen. Er hat diese dann verkauft. Die beiden finsteren Gestalten bemerkt. Er denkt, das sind Tiere. Und Pinocchio dachte darüber nach, dass er vor Räubern und Tieren überhaupt keine Angst hatte. Als er sich umdrehte, erblickte er 2 unheimliche schwarze Gestalten, die sich in Säcken vermummt hatten. Da ihm nichts Besseres einfiel, steckte er seine Goldstücke geschwind in den Mund. Dann versuchte er wegzurennen, aber er wurde am Arm gepackt und eine hohle Stimme rief: Geld oder Leben! Da Pinocchio wegen der Goldstücke nicht sprechen konnte, machte er 1000 Verrenkungen und versuchte den Dieben klarzumachen, dass er nur eine arme Holzpuppe sei. Gib das Geld heraus, oder du bist des Todes. Des Todes, wir töten auch deinen Vater. Nein, nicht meinen Vater, nicht mich. Ich habe keine Münze.
an von mir, an dich, an mir selbst.